So, und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten ETS 2 Video von der ProMods auf dem Alpha Logistik YouTube Kanal. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal direkt los, weil wir hier mitten auf der Straße stehen. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich mir gerade den Actros MP3 konfiguriert habe für dieses kleine Video hier und wir damit jetzt eine Runde fahren werden. Und wir holen uns jetzt unseren Auftrag erstmal ab, weil der ist relativ kurz, der geht nur 146 Kilometer. Dementsprechend müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen durch Stettin fahren, werden dann im Auftrag selbst so um die 150 Kilometer durch Polen fahren. Das heißt, es wird ein nicht ganz so langes Video, aber ein paar Sachen wollte ich nicht unerwähnt lassen. Und zwar, dass wir zum einen, also eigentlich war es geplant, dass heute ein Video zum MP2 Actros kommt, der von der Konfiguration genauso ausgesehen hätte wie dieser MP3 hier, auch mit dem gleichen Motor und so weiter, mit demselben Auflieger. Und das war auch schon fertig, das Video. Nur ist mir dann nach dem Video aufgefallen, dass der MP3 draußen ist. Das wusste ich vorher also gar nicht, bevor ich mit dem MP2 gefahren bin. Und mit dem MP2 bin ich gefahren, um den V6 Sound euch zu zeigen, der jetzt neu beim MP2 dazugekommen ist. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, wenn jetzt der MP3 neu draußen ist, dann nehmen wir dafür doch einfach den MP3, weil der hat denselben Sound. Und dann können wir mal ein bisschen neuen LKW zeigen. Und deshalb fahren wir jetzt mit dem hier eine kleine Runde. Mit dem MP2 sind wir so ein bisschen durch Deutschland, Dänemark gefahren, aber gut. Egal. Fahren wir halt ein bisschen durch Polen, auch nicht schlimm. Wahrscheinlich sogar die schönere Strecke. Und dann könnt ihr euch hier nochmal von dem Sechszylinderklang überzeugen. Der finde ich echt gut und markant klingt. Man erkennt den Mercedes Sechszylinder auf jeden Fall wieder aus der Zeit, den V6. Und wenn ich daran denke, dann wird es nachher im Video wahrscheinlich noch so ein kleines, eine kleine Stelle geben, wo ich mal ein paar Sekunden, vielleicht auch mal eine Minute oder so die Schnauze halte, damit ihr den Motor mal schön hört. Und wir sind natürlich über eine rote Ampel gefahren. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf die Ampel geguckt. Ich habe gesehen, der vor mir ist drüber gefahren. Da habe ich mir gedacht, das werde ich jetzt wohl auch schaffen. Hat leider nicht ganz so funktioniert, wie ich es erwartet habe. Aber gut, Stettin hier auch auf der ProMods eine sehr markante, sehr gut umgesetzte Stadt. Hier mit diesem Schiff, was da steht, mit diesem Kanal. Und ich sollte vielleicht mehr auf die Straße gucken. So, und auch von der Straßenführung her werden wir gleich sehen, welchen Weg wir zu der Firma nehmen, wo wir hin müssen, wo wir aufladen müssen. Finde ich das doch wirklich schön gemacht. Bin hier auch schon oft gewesen auf anderen Profilen. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich euch doch einfach mal auf die kleine Tour durch die Stadt auch schon mal mit. Dann wird das Video auch nicht ganz so kurz, weil 146 Kilometer, wie lange soll das Video sein? 7 Minuten? Das wäre ja ein bisschen zu wenig. Deshalb, ja, seht ihr jetzt auch mal das, was ich normalerweise vorher mache. Den Auftrag annehmen, den Auflieger einparken und so weiter. Ja, der Traffic Mod von Jessica ist natürlich immer noch dabei, ganz klar. Und natürlich der MP2 und der MP3 Actros und der Renault Magnum von Nox ist auch drin. Allerdings ist der halt noch nicht für die aktuelle Version geupdatet. Nur zur Erklärung, falls ihr den als KI rumfahren seht. Fahren kann man den in der 1.40 noch nicht so wirklich, der hat da noch ein paar Probleme, leider. Aber als KI fährt er rum, das ist ja wenigstens etwas. Diese verwinkelten kleinen Gassen hier erinnern manchmal so ein bisschen an den Scania Truck Driving Simulator. Obwohl da die Gassen natürlich nochmal eine ganze Ecke härter zu durchfahren waren. Da wird vielleicht auch nochmal irgendwas zu kommen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Frachtmarkt und ihr seht es schon hier, 146 Kilometer von Stettin nach, ja, was auch immer. 5000 Euro, 31 Euro pro Kilometer, das ist nicht mal ein besonders gut bezahlter Auftrag, aber, also für ETS-Verhältnisse logischerweise. Aber das war so der, der am ehesten gepasst hat von Stettin aus, den ich finden konnte. Sollte jetzt eigentlich hoffentlich da passen mit dem anderen Auflieger, ja. Wenn wir jetzt voll einlenken, dann passt das, glaube ich, auch mit der Rampe rechts von uns. Ja, das geht. Ziehen wir aber doch noch mal ein bisschen gerade. Dieses schöne typische Klackern von Mercedes MP2 und MP3 beim Schalten haben sie natürlich auch mit umgesetzt. Ja, MP2 macht das aber MP1 macht das aber glaube ich auch noch. Das gehört natürlich dazu. So, dann fahren wir nochmal ein Stück vor, machen die Scheibe wieder hoch. Handbremse,
Gang raus. Jetzt ist die Scheibe natürlich nicht ganz hochgegangen. So, jetzt aber. Dann laden wir die Fracht mal auf und fahren los. Keine Druckluftprobleme, so soll es sein. Und in der Mod-Vorstellung habe ich ja gefragt, wofür dieser Knopf hier ist mit dem Mercedes-Stern. Und ich weiß leider nicht mehr den Namen von demjenigen, der es mir in den Kommentar geschrieben hat. In die Kommentare geschrieben hat. Aber ein Zuschauer hat auf jeden Fall kommentiert, dass das der Knopf wäre für das. Damit kann man halt im Prinzip die Beleuchtung von dem Mercedes-Stern vorne einschalten, wenn man zum Beispiel jetzt einen beleuchteten ausgewählt hätte. Was ich jetzt hier nicht gemacht habe. Aber den gibt es ja auch in beleuchtet und mit dem Knopf geht er dann dementsprechend an und aus. So, und dann fahren wir hier aus diesen ganzen kleinen Gassen mal wieder raus. Und machen uns auf den Weg in unsere Zielstadt, die ich nicht aussprechen kann, weil ich nicht aus Polen komme. Klingt logisch, ich weiß. Zu Postbeat fahren wir. Ich habe noch keinen Real Company Mod drin. Ich wollte eigentlich mal wieder einen reinmachen, wenn ich jetzt mit der Pro Mods fahre, habe ich aber irgendwie nicht dran gedacht. Und ihr hört es schon, der Sechszylinder klingt wirklich gut. Gleich, wenn wir auf die Autobahn auffahren oder so, halte ich mal ein bisschen länger die Klappe, dann hört ihr den auch richtig. Finde ich wirklich sehr schön gemacht, die Gegend hier. Und dann drehen wir einfach mal eine Runde. Was ihr aber auch in die Kommentare geschrieben habt, ist, dass für euch der Actros MP2 von der Größe her nicht ganz passt. Und das habe ich dann mal ausprobiert, habe auf einem Safe-Game, wo ich Geld und Erfahrungspunkte gecheatet habe, sodass ich mir den schon mal anschauen konnte, beziehungsweise ich mir runtergeladen habe. Was da habe ich mir mal für einen Multiplayer runtergeladen. Und da habe ich mal geschaut, hab die größte Kabine genommen, habe einen Auflieger dran gehängt und ihr habt schon recht, der kommt mir ein bisschen zu klein vor. Das heißt, wo wir in der Mod-Vorstellung drüber gesprochen hatten, der von SCS hatte dann wahrscheinlich doch die richtige Größe und der von Dotec ist ein bisschen klein geraten. Ist jetzt nichts Schlimmes, finde ich persönlich. Aber ich wollte noch mal kurz drüber gesprochen haben. Genau, da unten sind wir eben lang gefahren. Jetzt steht uns noch ein bisschen Stadtverkehr bevor. Und genau so, wie Stettin hier gemacht ist, mehr oder weniger, es geht handwerklich bestimmt mittlerweile besser. Die Stadt ist ja auch schon sehr lange in der Promotion dabei. Aber grundsätzlich von der Verkehrsführung und von den Gebäuden drumherum, also dass man auch mal Wohnhäuser hat, so sollte, finde ich, jede Stadt im ETS aussehen. Auch die Städte von SCS natürlich. Damit wir dann nicht nur Industriegebiete haben. Ne? Das ist so ein bisschen das, was ich gerne hätte. Auf lange Sicht gesehen. Beim Imperia DLC und beim Road to the Black Sea DLC und so weiter. Bei den ganzen neueren DLCs haben sie das ja schon so ein bisschen. Bei manchen Städten. Aber dass die vorhandene Map da nochmal überarbeitet wird, das fände ich auf jeden Fall cool. Und dann lässt sich's vielleicht auch mal ohne Promods leben. Ich habe, glaube ich, sogar in einem von den Iberia-Videos schon darüber gesprochen, dass ich die Promods eigentlich gar nicht mehr nutze, weil ich die persönlich nicht mehr brauche. Und naja, jetzt sind 2 Wochen ins Land gegangen und ich habe wieder mir die Promods gezogen. Liegt aber ganz einfach daran, dass man auf der Promods halt viel, also nicht schönere, aber viel längere Strecken fahren kann. Ich kann zum Beispiel unten in, was bin ich noch nicht gefahren? Ich glaube, ich bin von Tel Aviv bis hoch nach Norwegen gefahren. Und das ist natürlich so eine extrem weite Strecke, die hast du im normalen ETS 2 leider nicht. Noch nicht. Vielleicht kommt sowas ja irgendwann mal. Also vielleicht wird das Skandinavien-DLC ja mal Richtung Norden erweitert oder es gibt ein zweites Skandinavien-DLC oder so. Würde ich auf jeden Fall feiern, würde ich mir auch holen. Aber ich glaube, ich würde mir sowieso grundsätzlich jedes Map-DLC für den ETS 2 holen, solange die Qualität stimmt, so wie bei den bisherigen. Jetzt muss man gucken, was die KI hier macht. Schert die jetzt einfach raus? Ne, der bremst. Okay, gut. Muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, wenn die KI auf so einen Beschleunigungsstreifen drauf fährt im ETS, wie die sich dann verhalten. Hier ein schöner E92 M3. Auch kein schlechtes Auto. So, Navi an Bord mache ich mir dann mal wieder groß, so wie ich es generell gern habe. Ich hätte immer noch auf dem Bordnavi gerne meine Kilometerentfernung stehen und wie lange wir noch brauchen. Das fehlt mir da immer noch so ein bisschen. So, und tatsächlich habe ich die Müdigkeitssimulation noch aktiviert. Die mache ich ja für die Videos normal aus. Und weil wir ja sonst so nicht hinkommen, mache ich die auch gerade mal wieder aus. Da, Müdigkeitssimulation.
So, es finde ich in den Videos einfach immer ein bisschen störend, wenn man dann tagsüber losfährt und dann muss man schlafen, dann fährt man nachts weiter. In Videos fahre ich schon ganz gern tagsüber, dann seht ihr auch was von der Map, dann sehe ich auch was von der Map, über was ich sprechen kann, und ich glaube, es ist für den Zuschauer auch angenehmer, Videos zu gucken, wenn es tatsächlich hell ist. Geht mir als Zuschauer zumindest so. Wenn ihr gerne mal Nachtfahrten sehen würdet, könnt ihr mir das natürlich reinschreiben. Dann kann man sowas auch mal machen. Und was ich glaube ich noch gar nicht erwähnt habe, ich habe gerade eben gesehen, also ich nehme das hier am 22. April haben wir auf. Und am 22. April soll das Video auch hoffentlich noch kommen, wenn alles klappt. Ich habe gerade gesehen, wir haben auf YouTube die 100 Abonnenten geknackt, was natürlich ein sehr krasses Ziel ist. Vor allem, weil wir ja, also wir haben in den letzten 2 Wochen ungefähr die Abo-Anzahl verdoppelt, von 47 auf, mehr als verdoppelt, von 47 auf 100. Was natürlich echt geil ist. Wir haben viele Videos gehabt, die über 100 Klicks haben und auch zwei, glaube ich, die über 1000 haben, und eins kratzt schon an den 2000, das vom Renault T. Fettes Danke auf jeden Fall an euch, und da wird es, habe ich mir überlegt, irgendwann in den nächsten Wochen, wenn mal gut Zeit da ist, zu einer vernünftigen Uhrzeit, werde ich mich da auch mal hinsetzen und einen kleinen Livestream machen. Vielleicht werde ich mir dann noch einen Kollegen dazu holen, damit ich hier nicht komplett den Alleinunterhalter spielen muss, und dann werden wir vielleicht live mal ein, zwei Touren fahren. Muss man dann natürlich gucken, an welchem Tag, um welche Uhrzeit und so weiter, damit möglichst viele Leute zuschauen. Aber das wird man ja schon irgendwie hinkriegen. Gehört das hier auch noch zu Stettin, wo wir gerade sind? Sieht so aus, ne? Wenn man aufs Ortsschild geschaut hätte, an dem wir eben bestimmt vorbeigekommen sind, dann wüsste man es natürlich, aber das wäre ja für Profis. Oder sind wir gar nicht an dem Ortsschild vorbei? Doch, müssen wir ja. Auch hier wieder mit der Brücke und dem Fluss. Das sieht wirklich, also so stelle ich es mir halt wirklich vor, dass es so in Polen aussieht. Ich war noch nie in Polen. Wenn der eine oder andere von euch schon mal in Polen war, könnt ihr es mir ja mal unten reinschreiben, ob das von den Gebäuden, von diesen Lärmschutzwänden auch hier passt. Aber ich habe in einem, ihr wisst ja, ich habe auch ein bisschen was mit dem OMSI zu tun und baue da auch meine eigenen Maps und so. Und auf einer OMSI-Map habe ich mal, also ich bin mal eine polnische OMSI-Map gefahren, was lustigerweise auch eine Stettin-Map war. Und da hatte man, da waren tatsächlich auch genau solche Lärmschutzwände hier verbaut. Die sahen sehr ähnlich aus. Das heißt, das wird hier im ETS 2 schon gut getroffen sein. Und ich weiß nicht, ob ihr auch Freunde vom ATS seid oder ob ein paar Leute zuschauen, die sich auch für den ATS interessieren, aber da wird es in Zukunft auf jeden Fall auch noch was zu geben. Da habe ich mir nämlich dieses Cabin DLC geholt, also das Cabin Accessory DLC, was wir hier im ETS auch haben, und habe noch nie reingeschaut, und deswegen werde ich das wahrscheinlich mal aufnehmen, wenn ich da zum ersten Mal reinschaue, und dann logischerweise auch hochladen. Das heißt, wer sich das DLC noch nicht geholt hat oder noch überlegt, ob er es sich holt oder nicht, der kann da dann auch gerne mal reinschauen. Wird wahrscheinlich nächste Woche irgendwann kommen. Und die Promo zum ATS, also Kanada, werde ich mir auch mal anschauen. Da habe ich nämlich auch noch nie einen Blick drauf geworfen. Wird aber langsam mal Zeit, finde ich. Deshalb werden wir das dann auch zusammen machen. Das heißt, nächste Woche werden vielleicht zwei ATS-Videos kommen. Eins mindestens. Und je nachdem, wie gut das bei euch ankommt, danach halt noch mehr, ne? Klar. So, hier fahren wir dann noch durch so ein kleines Dörfchen durch, was die Promotion ja auch sehr gut kann. Und wir fahren wieder über eine Brücke, über einen wunderschönen Fluss. Okay, hier ist 70 innerorts, auch nicht schlecht. Wir fahren, glaube ich, gar nicht auf einer Autobahn. Ich habe ja vorhin große Töne gespuckt, von wegen, ich lasse euch mal in den Sound reinhören, wenn wir auf einer Autobahn fahren. Aber ich glaube, wir fahren gar nicht auf einer Autobahn, obwohl das da unten könnte schon eine Autobahn sein, wenn wir gleich rechts abgebogen sind in Deutschkrone. Schauen wir mal. Kriegen wir auf jeden Fall noch irgendwie hin, dass ich euch mal in den Sechszylinder-Sound ordentlich reinhören lasse, ohne mein Geplapper dazwischen. Okay, 75 ist zu viel. Ich glaube, ab 75 wird man schon geblitzt. So, 74. Passt. Ja, ansonsten erinnert der Innenraum natürlich sehr stark an den MP3 von SCS, ist aber, so wie ich das verstanden habe, ich habe mir natürlich mal ein bisschen die Threads von Dotec im SCS-Forum durchgeschaut, und wenn ich es nicht komplett falsch verstanden habe, dann ist das aber alles ein kompletter Neubau. Das heißt, er hat keine Sachen genommen, die von SCS schon da waren, sondern wirklich alles selbst gebaut.
Und an der Stelle auf jeden Fall Respekt, dass die Mühe macht sich nicht jeder. Gab ja auch bisher immer nur so ein paar Actros MP3 Reworks über die Jahre und da hat niemand den LKW komplett selbst neu gebaut. Und Dotec hat sich einfach mal hingesetzt und das gemacht, weil es war auch nötig, seien wir ehrlich. Der normale MP3 Actros von SCS war jetzt nicht so gut. Und ja, da ist der hier natürlich deutlich besser. So, dann bremsen wir uns mal wieder ein bisschen mit dem Retarder ein. An den MP2, MP3 Actros Retarder habe ich mich jetzt schon so ein bisschen gewöhnt. Ich bin nämlich mit dem MP2 sehr viel Kilometer gefahren in den letzten Tagen. Der hat jetzt fast 20.000 Kilometer auf der Uhr. Also ich bin in den letzten Tagen so um die 8.000 Kilometer mit diesem LKW gefahren im ETS. Und der macht natürlich unglaublich Spaß durch den V8 und dann sieht der MP2 auch noch so cool aus. Ich finde den MP2 sogar schöner als den MP3 noch. Der MP3 ist natürlich ein Tick moderner, aber ich mag den Grill vom MP2 und den Tacho vom MP2 alles ein bisschen lieber. Aber der MP3 ist natürlich trotzdem echt cooler Truck und immer noch besser als ein MP4 und ein MP5 für mich persönlich. Und weil der MP4 und der MP5 sind gut, sage ich gar nichts gegen, kann man auch gar nichts gegen sagen. Aber mir gefallen diese älteren LKWs halt einfach besser. Am besten gefallen mir die aus den 80ern und 90ern natürlich. So ein Mercedes SK, ein Mercedes NG. Die ersten Renault Magnum Baureihen, beziehungsweise überhaupt der Renault Magnum natürlich. Actros MP1 bis MP3. Das sind alles so meine Lieblinge. Iveco Turbostar, Iveco Eurostar hieß glaube ich der Nachfolger vom Turbostar, wenn mich nicht alles täuscht. Das sind so diese LKWs, die ich am liebsten mag. Und ich würde sagen, jetzt halte ich einfach mal kurz die Klappe und lasse euch in den Sound reinhören. Und so klingt er, der Sechszylinder vom MP3. Ich hoffe, ich habe MP3 und MP2 in dem Video nicht tausendmal durcheinander gewürfelt. Das wäre nämlich sehr schlecht. Finde ich, klingt perfekt, wenn ihr euch mal originale Soundaufnahmen anhört, beziehungsweise das wird ja eine originale Soundaufnahme sein, aber ich meine, wenn ihr euch mal so Soundvideos auf YouTube anguckt, wie so ein MP3 mit Sechszylinder klingt oder auch ein MP2, dann kommt das schon sehr gut hin und sehr, sehr nah ran. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber, wenn wir ehrlich sind, von Kriechbaum haben wir auch nichts anderes erwartet. Der macht ja echt brutal gute Sounds. Und da fällt mir ein, dass ich immer noch den Renault Range T-Sound von Kriechbaum zeigen wollte. Wird die Tage auf jeden Fall auch noch kommen. Und ein Turbostar, also ein Iveco Turbostar, steht auch noch auf meiner Liste, dass wir da auch nochmal eine Runde mitfahren. Wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Ich habe ihn mir gestern mal wieder runtergeladen für die 1.40. Für die 1.40 hatte ich ihn nämlich noch gar nicht. Und dann werden wir den auf jeden Fall auch noch irgendwann in den nächsten Videos mal fahren. Wenn nichts Neues mehr rauskommt in der Zwischenzeit, dann wahrscheinlich sogar im nächsten oder im übernächsten. Aber den Actros musste ich jetzt natürlich dazwischen schieben. Und wir sind tatsächlich nur über Landstraßen gefahren, deswegen. Ja, habt ihr den Truck jetzt nicht auf so hohen Geschwindigkeiten gehört, den Sound, aber ich glaube, das ist okay. Ich glaube, wir wissen alle, dass der bei einer hohen Geschwindigkeit auch immer noch sehr, sehr gut und sehr, sehr authentisch klingen wird. Sehr schön. Mir gefällt der Sound wirklich gut. Wenn ihr daran was auszusetzen habt oder wenn euch irgendwas nicht gefällt oder wenn euch irgendwas gefällt oder wenn ihr irgendwas loswerden wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, da kommen wir langsam auch schon ans Ziel. Und fahren durch diese schöne polnische Altstadt, würde ich fast schon sagen. Kann man hier vielleicht ein schönes Thumbnail aufnehmen? Ich guck gleich mal. Wenn wir hier so an diesen Häusern vorbeifahren. Mal schauen, wie würde das denn aussehen? Ich habe natürlich auch den Spoiler unten gelassen. Ich hätte gerne einen Tank-LKW, also einen, ne, ich hätte gerne Öl oder so transportiert, aber gibt ja leider nur den Lebensmittelauflieger.
Ja, ich glaube, das sieht so ganz gut aus. Ich glaube, das nehme ich als Thumbnail. Ihr seht es ja dann. Und dann sind wir auch fast schon da. Die Stadt gefällt mir aber echt sehr gut, in der wir gerade sind. Ich glaube, in der war ich auch wirklich noch nie, auch auf keinem anderen Savegame mal. Die sieht ja wirklich klasse aus. Mit dieser Kopfsteinpflasterstraße, da mit den Bussen, die da stehen, mit der Wiese und dem Kiosk dahinter oder dem Café. Mit den ganzen Verkehrszeichen, mit den Zebrastreifen. Das sieht echt toll aus. Krass, hätte ich nicht erwartet. Weil das Polen auf der Promo sehr gut aussieht, weiß man ja, aber das haut mich gerade noch mal ein bisschen weg. So, dann warten wir im Prinzip nur noch auf Grün. Man sollte auch den. Es passiert mir in den Videos so oft, wenn ich normal ETS fahre, passiert es mir nie, dass ich vergesse, den Gang einzulegen. Und in den Videos ist es mir jetzt bestimmt schon zwei, dreimal passiert. Hammer. Auch mit diesen Bäumen rechts und links und den Gebüschen. Auch, dass hier mal so ein Radlader auf dem Gehweg rumsteht. Top. Bin ich echt nochmal positiv überrascht. Vielleicht sieht hier ein Thumbnail aber sogar noch ein bisschen besser aus. Wenn wir hier so um die Kurve fahren. Na, das könnte gut aussehen. Ah. Doch, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das nehmen wir. So, da vorne geht es anscheinend dann wieder eine etwas modernere Gegend von der Stadt. Da hört auf jeden Fall die gepflasterte Straße schon mal auf. Und wir müssen ja rechts abbiegen, was ich komplett verschlafen habe. In so eine kleine, schöne, enge Gasse rein. In eine 20er-Zone auch. Hier haben wir noch so einen schönen Müllwagen stehen. MAN TGA dürfte das sein. Jetzt fahren wir hier so richtig in so einen coolen Hinterhof rein. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das sieht Bombe aus. So, dann probieren wir das Ding doch mal einzuparken. Ich würde es ungern überspringen. Machen wir das Fenster runter. Und probieren uns hier mal im Einparken. Und das wird schon mal nicht klappen. Müssen wir ein Stück weiter vorfahren und ein Stück früher einlenken, dann passt es vielleicht. Oh, hier steht noch ein MP3 Actros, auch einer mit der kleinsten Kabine. Allerdings kein Sattelzug. So, dann probieren wir hier mal irgendwie reinzukommen. Ist natürlich relativ eng. Müssen wir gucken, wie viel Platz haben wir denn nach rechts. Geht das so irgendwie? Ich hoff's. Ich hoff's. Das ist echt. Ne, so wird das nichts. So, machen wir mal den hier. So, jetzt lenken wir mal wieder raus. Sollte jetzt mit der Hausecke rechts auch passen. Jawohl. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Wie viel Platz haben wir noch nach vorne? Keinen mehr, okay. So, und dann kommen wir hier doch auch schon viel besser rein. Hab am Anfang ein bisschen gefailt. Aber so passt es ja. Perfekt. Also Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr den Actros findet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ihr könnt mir natürlich auch immer vorschlagen, was ich fahren soll, welchen LKW, welche Strecke und so weiter. Wisst ihr ja. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.